Bittere Wahrheiten. Der 29. November 2012 war ein Tag mit hohem Symbolwert. Erinnert er doch an den 29. November 1947. Also an den Tag vor 65 Jahren, an dem der UNO-Beschluss zur Teilung des britischen Mandatsgebietes in einen jüdischen und in einen arabischen Staat gefasst wurde. Bittere Wahrheit. Der jüdische Staat Israel existiert, der palästinensische Staat nicht. Durch diese Teilung hatte Palästina 43% der heute übrig gebliebenen 18%. Diese 18% werden sich nochmals auf etwa 10% verringern, wenn das israelische Regime so illegal weitersiedelt wie bisher. Es ist eine schreckliche Besatzung und Unterdrückung, ohne Souveränität und Menschenwürde, unter der die palästinensische Bevölkerung zu leiden hat. Der große Tag der Palästinenser zeigte zwar, dass die meisten Regierungen in der Welt es begriffen haben, dass auch die Palästinenser endlich zu ihren Rechten kommen sollten. Ein wichtiger Aspekt, mehr nicht. Nur 9 Staaten stimmten gegen den Beschluss. 41, darunter Deutschland, enthielten sich der Stimme. Aber 138 stimmten dafür. Die UN-Aufwertung ist nichts ohne festgesetzte Grenzen, ohne Verhandlungen über das legitime Rückkehrrecht der Palästinenser. Ein Lichtblick im Dunkel der faschistischen Besatzung ist immerhin der Wechsel in der Weltmeinung, der zwar nichts auf der politischen Ebene bedeutet, aber zeigt, dass eine kleine Minderheit, nämlich die USA und Deutschland, isoliert ihre schreckliche Politik weiterverfolgen können und werden. Diese Regierungen werden weitermachen in ihrem Bestreben, Israel weiterzuhelfen, auf dem Irrweg, den jüdischen Staat mit jüdischer Mehrheit ohne Legitimität weiter seine ethnische Säuberung zu betreiben. An diesem denkwürdigen 29.11.2012 hatte Abbas einen großen Auftritt und bekam zu Recht Standing Ovations. Aber es waren schöne Worte und ein beklemmender Auftritt, wenn man an die Wirklichkeit denkt. Abbas repräsentiert keineswegs die Mehrheit der Palästinenser. Er ist ein Statthalter in Ramallah und akzeptiert, als Marionette und Spielball von Israel und den USA behandelt zu werden. In Wirklichkeit handelt er auch gegen PLO-Interessen, indem er nur die eigenen Interessen in Ramallah vertritt. Diese Behörde legitimiert den rassistisch-faschistischen jetzigen Status, der die Palästinenser in Gaza außen vor lässt, ebenso die palästinensischen Einwohner von Ostjerusalem. Diese Behörde vertritt nur das Westjordanland, in dem diese schon in Mini Ramallah staatsmäßig mit Hilfe der USA und Israels es sich eingerichtet hat. Er streut seinem Volk Sand in die Augen, wenn er bei der Heimkehr aus New York von Ostjerusalem als Hauptstadt eines palästinensischen Staates spricht. Ebenso hat er längst auf das legitime Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge verzichtet. Das sieht man auch sehr deutlich an der völlig unzureichenden Kritik an Israels Affront, direkt nach der Aufwertung den Bau der etwa 3.400 neuen illegalen Siedlungen anzukündigen. Abbas sagte nur, dass Israel abermals UN-Resolutionen missachte. Ein Schlag ins Gesicht für die Palästinenser, die er angeblich vertritt. Diese Kollaborateure gehören vom eigenen Volk entmachtet. Nicht umsonst lobt ihn Außenministerin Clinton, wenn sie vor jüdisch-zionistischen Organisationen spricht, und nimmt ihn auch gegen israelische Angriffe in Schutz. Im Grunde hat Abbas mit dieser Aufwertung vor der UN mehr für Israel und die USA getan als für die Palästinenser. Er hat halt jahrelange Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit dem israelischen Regime, auch in Sicherheits- und Unterdrückungsmaßnahmen. Proteste im Westjordanland werden brutal unterdrückt und Protestler verhaftet. Die israelische Armee verhaftet unaufhörlich Palästinenser zu Hunderten im Westjordanland, darunter auch Frauen und Kinder.
Allein 191 getötete Palästinenser, davon 48 Kinder, 7 Frauen, nur im November in Gaza. Das israelische Gefängnis von Huwara quillt über in dem nördlichen Westjordanland. Wo bleiben die Proteste der Palästina-Behörde dagegen? Hatte er nicht Abbas auf das legitime Rückkehrrecht verzichtet? Ist er nicht mit immer weniger Land für immer mehr Palästinenser einverstanden? Das zeigten auch die berühmten und berüchtigten Palästina-Papiere. Die Rede vor der UNO war ein verzweifelter Versuch, sich im neuen Glanz zu präsentieren. Der Katzenjammer und die Katerstimmung der Hoffnungslosigkeit werden schnell wieder einkehren für das palästinensische Volk. Auch die Ankündigung, die jetzt machbare Möglichkeit, Israel vor dem Haager Gerichtshof wegen seiner illegalen Siedlungen und anderer Verbrechen anzuklagen, ist bereits von Abbas verkauft worden. Er hat schon deutlich gemacht, dass er auch wegen des neuerlichen Siedlungsbaus nicht vor den Gerichtshof in Den Haag gehen wird. Das hat er schon den USA und den Europäern mitgeteilt. Sagt das nicht alles? Auch wenn Israel sich nicht schrecken lassen würde und die Richter auch nicht gegen den jüdischen Staat votieren würden, wäre es doch eine wichtige symbolische Geste, die einen Sinn für die Aufwertung gäbe. Nicht einmal das macht diese Abbas-Wischi-Bande. Man konnte das alles sehr gut nachhören, wenn man wie ich an diesem Tag Al Jazeera live hörte und die Reden dort live mitverfolgen konnte. Als Ron Prosor, der israelische UNO-Vertreter, an das Mikrofon trat, lief es mir kalt über den Rücken. Er sprach in einer gnadenlosen Art und Weise, in einem perfekten Englisch, genau wie die Hasbara, also die Propagandaabteilung, Reut-Institut und The Israel Project und Bar-Ilan-Universität des jüdischen Staates, wiederholte er alle üblichen Phrasen. Ständig war von der ausgestreckten Hand Israels die Rede. Ständig von Verhandlungen ohne Vorbedingungen. Aber die Vorbedingungen schafft Israel täglich neu. Besonders auch die ständige Wiederholung der Forderung der Anerkennung der Palästinenser von Israel als jüdischer Staat, eine weitere unannehmbare Forderung, die nur den jetzigen Zustand zementiert. Schlimm genug, dass sich Kanzlerin Merkel auch schon immer dieser Terminologie des jüdischen Staates bedient. Es gab kein Propaganda- und Hetzklischee, das von Prosor vergessen wurde. Mit diesem Staat, das sah man nach dieser Rede endgültig, ist kein Frieden möglich. Schade, dass kein deutscher Sender diese denkwürdige UNO-Sitzung live übertrug. Am Samstag nach der Sitzung bekräftigte Merkel nach ihrer wöchentlichen Videobotschaft erneut ihre Unterstützung für Israel und will unverändert an seiner Seite stehen. Sie ging auch nicht auf die UNO-Sitzung und die Aufwertung ein, sondern bekräftigte nochmals das Recht auf Israels Selbstverteidigung und seine Pflicht, seine Bürger zu verteidigen. Seit an Seit mit Israel. Wir sehen, die jüdischen Preise hinterlassen ihre Spuren. Die Belohnungen folgen auf dem Fuße. Netanyahu wird begeistert sein, wenn er heute, am 5. Dezember, mit seinem Kabinett nach Berlin kommt. Wird er bei Merkel auch seine Aussagen den illegalen Siedlungsbau betreffend wiederholen? O-Ton: Wir bauen heute und wir werden weiterbauen, wie es den strategischen Interessen Israels entspreche. Als Antwort auf den Angriff auf den Zionismus und den Staat Israel müssen die Siedlungsbemühungen verstärkt werden. So zitierte Netanyahu den ehemaligen Ministerpräsidenten Rabin. Die Palästinenser hätten die mit Israel geschlossenen Abkommen durch ihren Gang zur UNO eklatant verletzt, fügte er noch hinzu. Welche Abkommen meint Netanyahu eigentlich? Es ist ein Hohn, wie sich dieses Regime so ungebremst mit seinen Völker- und Menschenrechtsverbrechen fortfahren kann. Als weitere Strafmaßnahme will das israelische Regime noch Steuereinnahmen einbehalten.
Finanzminister Steinitz kündigte am Sonntag an, ungefähr 92 Millionen Euro einzubehalten, die den Palästinensern zustehen, wegen angeblicher palästinensischer Schulden bei den israelischen Elektrizitätswerken. Was muss eigentlich noch alles passieren, damit man dieser verbrecherischen und trickreichen Politik des jüdischen Staates Einhalt gebietet? Wie will Merkel uns das eigentlich noch verkaufen? Bei Netanjahus Berlin-Besuch kommt es dann wieder zu der gemeinsamen Kabinettssitzung zwischen Deutschland und Israel. Außerdem werden wir Israel jetzt noch geballter mit Waffen versorgen. Was bedeutet? Verstärkte Lieferungen für die Landkriegsführung, neueste Geräte für Funk- und Aufklärungstechnik, Sonar- und Radargeräte für die israelische Marine, Pläne für Startvorrichtungen von ballistischen Flugkörpern aus Torpedorohren, der von uns bereits gelieferten U-Boote, auch moderne Panzerfäuste, die im Häuserkampf, vielleicht Gaza, eingesetzt werden können und vieles mehr. Dynamite Noble Defense, eine Tochter des israelischen Rüstungsunternehmens Rafael, bekommt alle Wünsche erfüllt. Eine erschreckende Entwicklung, in die uns diese Regierung manövriert. Bestärkt es den jüdischen Staat, doch immer weiter fortzufahren in seiner faschistischen Besatzungspolitik, kamen doch gerade die Ankündigungen vom Bau von 3.400 illegalen neuen Siedlungen im Westjordanland und Ostjerusalem. Zusätzlich plant man noch 1.700 illegale Wohneinheiten in Ostjerusalem in Ramat Shlomo, sowie der Plan für die Verbindungsstrecke zwischen Jerusalem und der berüchtigten illegalen Großsiedlung Maale Adumim mit etwa 40.000 Bewohnern, damit die Trennung immer deutlicher wird, die das Westjordanland in zwei Teile zerteilt. Außerdem wird laut Washington Post ein unterirdischer Bunker für 100 Millionen Dollar in Israel für die israelische Kriegsarmee geplant. Bei Tel Aviv, wieder mit einem blumigen Namen, Site 911. Da sollen dann auch die Atommissiles untergebracht werden. Eine schreckliche Zukunftsvision, wie in einem Horror-Science-Fiction-Film. Orwell lässt grüßen. Was nun, dekorierte Kanzlerin Merkel? Was werden Sie Ihren israelischen Freunden noch alles versprechen für Ihren Sicherheitskampf? Was werden Sie und Außenminister Westerwelle noch dafür tun, dass Groß-Israel weiter vom Jordan bis zum Mittelmeer seine Endpläne vollenden kann? Hilft Ihnen dabei, Kanzlerin Merkel, die Erleuchtung des Leuchters, den Sie von Präsident Graumann während Ihres Besuches beim Zentralrat am Sonntag, dem 18. November, überreicht bekamen? In der Wirklichkeit verdunkelt sich die katastrophale Lage der Palästinenser, auch dank Ihrer tatkräftigen Hilfe, stündlich. Es hilft nur Boykott auf allen Ebenen gegen dieses Apartheid-Regime wie damals in Südafrika. Das palästinensische Volk braucht unser aller Unterstützung, nicht die korrupte Mini-Staat-Ramallah-Bande. Ich hoffe auch sehr, dass endlich auch arabische Staaten einsehen und noch mehr im Kampf für die unterdrückten und besetzten Palästinenser tun. Die Kollaboration mit diesem israelischen Regime muss beendet werden. Es hat nicht, wie jetzt wieder behauptet, Recht und Ansprüche auf die umstrittenen Gebiete des historischen Palästina. Hier irrt das zionistisch-faschistische Regime des jüdischen Staates gewaltig. Es sind illegal und völkerrechtswidrig besetzte Gebiete, auf die keinerlei Ansprüche bestehen. Lassen Sie mich nun noch zu einem anderen Ereignis kommen. Ich hatte die große Freude, einen meiner sehr guten Freunde zu treffen, nämlich am 30. November Ilan Pape in Bern. Uns verbindet außer einer Freundschaft auch eine gleiche Einschätzung der hoffnungslosen Lage für die Palästinenser. Öffnete mir doch sein Buch, Die ethnische Säuberung Palästinas, die Augen und konnte ich danach letzte Mythen über Bord werfen. Auch sein Buch, Die vergessenen Palästinenser,
trifft erneut den Nagel auf den Kopf. Ich war richtig glücklich, dass er mir das Vorwort für mein Buch schrieb. Diese Freundschaft mit Ilan Pape hat sich nach der Stuttgarter Konferenz 2010 entwickelt und vertieft, wo sich die Spreu vom Weizen trennte und die Linien klar gezogen wurden. Übrigens ist von denselben Veranstaltern, dem Palästina-Komitee Stuttgart, eine Folgekonferenz geplant, die vom 10. bis 12. Mai 2013 wieder in Stuttgart stattfinden wird. Unter dem Titel »Die Menschen fordern einen Regimewechsel im historischen Palästina« arbeiten wir zusammen für einen demokratischen Staat für alle seine Bürger. Mit Ilan Pape und anderen hochkarätigen Referenten besetzt. Ich freue mich schon sehr auf die Ehre, Schirmfrau dieser Konferenz zu sein. Zurück zu Ilan Pape. Wir trafen uns vor seinem Vortrag am Abend in der Universität in Bern und hatten in allen Punkten dieselbe Meinung und Einschätzung. Als Link unter meinem Artikel finden Sie unter anderem auch sein fantastisches Interview im Tagesanzeiger aus der Schweiz mit Frau Marlene Schnieper, einer profunden Kennerin der Lage, langjährigen Korrespondentin und Buchautorin. Ilan Pape schilderte in seinem Vortrag in dem mit ungefähr 300 Zuhörern überfüllten Uniraum die falschen Mythen und Darstellungen über die ethnische Säuberung des Landraubs 1948. Die zionistische Ideologie der Vertreibung kannte nur einen Staat, wo die Juden die Mehrheit haben, also mussten die Palästinenser verschwinden. Nach dieser Theorie kann der jüdische Staat nur eine Minizahl von Palästinensern dulden. Das heißt auch, die Blockade von Gaza ist laut UNO wie Besatzung, Strangulierung der Palästinenser in jeder Beziehung. Es ist daher unsere besondere Verantwortung, auch besonders die von Großbritannien und dem Westen, dass diese Ideologie erst ermöglicht hat. Die Weltgemeinschaft ermöglichte durch die Straflosigkeit diese israelischen Verbrechen bis heute. Auch haben die Juden in aller Welt die Verantwortung für diese Verbrechen, wenn sie diese schweigend tolerieren. Was haben Ilan und ich noch gemeinsam? Wir weigern uns für diese Verbrechen, die dieser Staat begeht, als Juden in der Diaspora in Haftung genommen zu werden. Ilan Pape betonte auch, dass 1948 ein Monster geschaffen wurde, das die Palästinenser entmenschlicht, aber die israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden nicht wahrgenommen. Israel wird inzwischen zu einem Staat, der uns an dunkle Zeiten in den 30er Jahren erinnert. Wir haben die besondere Verpflichtung, das zu stoppen. Denn Israel betreibt in der Realität eine Instrumentalisierung des Holocaust, in dem nun die Nazifizierung der Palästinenser betrieben wird. Es kommt daher zu keiner breiten öffentlichen Diskussion, dass man den Palästinensern fast so viel antut, wie man den Juden damals antat. Schreckliche Fakten nach der Vertreibung 1948 sind, dass man den vertriebenen palästinensischen Frauen die Brautgeschenke stahl. Sie suchten überall danach und benutzten dafür Flüchtlinge aus Europa, die dank ihrer eigenen Erfahrungen wussten, wo man zu suchen hat und wo sich die Verstecke der Wertsachen befanden, in den verlassenen Häusern der Vertriebenen. Man verteufelt nicht die Aufdecker dieser Verbrechen, sondern man boykottierte diese und will die Wahrheit bis heute nicht hören. Als Gandhi in seinem bemerkenswerten Briefwechsel mit Martin Buber die brutale Behandlung der Palästinenser anprangerte, wollte man auch das nicht hören. Seitdem wird er in Israel ignoriert, deshalb gibt es auch keine Gandhi-Straße in Israel. Man verweigert palästinensischen Flüchtlingen ihr verbrieftes Rückkehrrecht in ihre Heimat, lässt aber jüdische Flüchtlinge aus aller Herren Länder ins Land, die absolut kein Rückkehrrecht haben. Pape schilderte auch, wie sogenannte jüdische, russische Einwanderer sonntags neben seiner Wohnung in einer Kirche beten. So viel zum Rückkehrrecht, das ja immer mit der Bibel in der Hand
verteidigt und argumentiert wird, um die Verbrechen zu legalisieren, ist besonders verwerflich. Ilan Pape stellte auch fest, dass es de facto ja schon die Einstaatenlösung gibt, in dem Israel mit diesem Apartheid-Zionismus-Regime alles kontrolliert. Was Israel will, das zählt. Das ist die Wirklichkeit. Er schloss mit der Bemerkung, dass die von uns angestrebte Einstaatenlösung, also ein Staat für alle, ohne Unterschied, eine gute Lösung ist. Dem kann ich mich nur anschließen. Es war ein großer Abend und eine glasklare Analyse der unsäglichen Zustände. Danke, Ilan Pape. Gäbe es doch nur viel mehr jüdische Humanisten wie dich, sie. Endlich zu ihren Rechten kommen sollten. Ein wichtiger Aspekt, mehr nicht. Nur 9 Staaten stimmten gegen den Beschluss. 41, darunter Deutschland, enthielten sich der Stimme. Aber 138 stimmten dafür. Die UN-Aufwertung ist nichts ohne festgesetzte Grenzen, ohne Verhandlungen über das legitime Rückkehrrecht der Palästinenser. Ein Lichtblick im Dunkel der faschistischen Besatzung ist immerhin der Wechsel in der Weltmeinung der heute übrig gebliebenen 18%. Diese 18% werden sich nochmals auf etwa 10% verringern, wenn das israelische Regime so illegal weitersiedelt wie bisher. Es ist eine schreckliche Besatzung und Unterdrückung, ohne Souveränität und Menschenwürde, unter der die palästinensische Bevölkerung zu leiden hat. Der große Tag der Palästinenser zeigte zwar, dass die meisten Regierungen in der Welt es begriffen haben, dass auch die Palästinenser bittere Wahrheiten. Der 29. November 2012 war ein Tag mit hohem Symbolwert. Erinnert er doch an den 29. November 1947. Also an den Tag vor 65 Jahren, an dem der UNO-Beschluss zur Teilung des britischen Mandatsgebietes in einen jüdischen und in einen arabischen Staat gefasst wurde. Bittere Wahrheit, der jüdische Staat Israel existiert, der palästinensische Staat nicht. Durch diese Teilung hatte Palästina 43% großen Auftritt und bekam zu Recht Standing Ovations. Aber es waren schöne Worte und ein beklemmender Auftritt, wenn man an die Wirklichkeit denkt. Aber es repräsentiert keineswegs die Mehrheit der Palästinenser. Er ist ein Statthalter in Ramallah und akzeptiert, als Marionette und Spielball von Israel und den USA behandelt zu werden. In Wirklichkeit handelt er auch gegen PLO-Interessen, indem er nur die eigenen Interessen in Ramallah vertritt. Diese Behörde legitimiert den rassistisch-faschistischen Jetzt, der zwar nichts auf der politischen Ebene bedeutet, aber zeigt, dass eine kleine Minderheit, nämlich die USA und Deutschland, isoliert ihre schreckliche Politik weiterverfolgen können und werden. Diese Regierungen werden weitermachen in ihrem Bestreben, Israel weiterzuhelfen, auf dem Irrweg, den jüdischen Staat mit jüdischer Mehrheit ohne Legitimität weiter seine ethnische Säuberung zu betreiben. An diesem denkwürdigen 29.11.2012 hatte Abbas einen großen